So. Was, wir können hier entlang gehen. Ich schätze nicht, dass es hier besser wird. Immer da hinten haben wir den letzten Riss. Reiß dich zusammen. Ich reiß mir den schon auf hier. Ich hätte die drei erwischt, aber nee. Wenn wir Varric hier, hätte er auch meine Hilfe bekommen. Aber er wollte ja nicht. Schiebt mich alles Varric in die Schuhe. Doch. Das war doch gemein. Zack. Ich glaube, ich muss sowieso hier weiter. Von daher ist es ganz... Ja, wir müssen hier weiter. Von daher ist es ganz gut, dass wir hier einen Riss geschlossen haben. Das heißt, wir haben hier die ganze Gegend befreit. Sehr schön. Da haben wir ein Mosaikteil, das nehmen wir auch mit. Invasion. Die tote Hand. Wieso ist sie eingeschlafen? Oh, das sieht hier nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Fällt mir ganz und gar nicht. Okay, das hat nichts mit unserer Quest zu tun. Aber nach oben gehen können wir auch nicht mehr. Komm. Augen zu. Okay. I see. Weiterhalten.
I see the problem. Danke. Dann sehen wir auch mal ein bisschen mehr hier. Okay, wir brauchen hier Rätsel. Das. Ah! Oh mein Gott! Es ging dadurch runter. Und eins noch. Ich wüsste aber nicht, was. Okay, wir müssen hier die Umgebung ein bisschen scouten. Erstmal haben wir hier ein Mosaikteil. Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich hab es. So, das heißt, der hier. Ja, okay. Das ist schon mal klar. Nein. Dummer hier hin und dann bleib mal stehen. So, wir haben den. Wir haben den hier hinten. Wir haben den hier hinten. So, das heißt, der kann uns dorthin schießen. Sehr gut. Ja, das ist jetzt egal. Varric, du gehst mal. Hier rein. Du hältst deine Position. Dann gehst du hier hin. Hältst deine Position. Jetzt deine Position, wie gesagt. Noch nicht, ist okay. Was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Das hat nichts verändert. Warum verändert das nichts? Das ist eine gute Frage.
Ah, okay, okay. Hab's schon gesehen. Nur wie kommen wir da hin? Hier, ne? Yep. Okay. Alles cool. Ich hab die Lösung. Bleibt mal bei alles stehen. So. Grauen Wächter dulden Elfen und Zwerge in ihren Reihen? Kunari auch, glaube ich. Sie scheren sich nicht um Titel oder Herkunft, solange sie die Verderbnis aufhalten können. Schade nur, dass sie sich dabei so erbärmlich anstellen. Seid nicht so streng mit ihnen. Man kann die Verderbnis schließlich nicht gefahrlos studieren. Mir gefällt zwar nicht alles, was sie getan haben, aber ohne die Wächter wären wir längst alle verderbt. Sie haben uns etwas Zeit verschafft. Dem würde ich zustimmen. Okay. So, das kannst du sehen. Okay. Dann weiß ich nicht, was der eine Schalter da... Hat irgendwas geöffnet. Ja. Ich glaube hier die Tür, wo dann später Cassandra reinkam. Das könnte sein. Ja. Deswegen nehmen wir das mit. Boah, sind ja aus einem anderen Grund hier runtergegangen. Wir schätzen ja, dass hier der nette Freund von Cassandra ist. Und hier ist er auch. Zum Glück haben wir dieses großartige... Okay, das Rätsel hat mir sehr gefallen. Das muss ich sagen. Das Rätsel war klasse. Da ist einer dieser Templer. Da ist Hildebrand, der in Level 7 ist. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste. Aber zumindest ist es erledigt. Also, dass der Herr hier nur Level 7 ist, ist eigentlich schon eine Beleidigung. Du kannst ihn nicht festnehmen. Wieso festnehmen? Den Typen bringst du um. Ja, aber dann hättest du einen Grund gehabt, Varys vielleicht zu dir zu rufen. Achso, ja. Und sowas denken wir hier nicht. Wir haben sofort das Urteil vollzogen. Todesstrafe. Sofortige Ausdrückung. Genau. Komm her! Weißt du, willst mich? Dann soll Solus, keine Ahnung, den Therapeuten suchen oder so, wenn er Hilfe braucht. Natürlich.
wollte eigentlich nur den Riss schließen. Hat sie den Luftwaffe gelöst. Ah ja. Oh oh. Wie gesagt, das Ziel war hier eigentlich nur der Riss. Und dann wieder abhauen. Bullshit. Hör auf. So. Zack. Wir können jetzt noch weitergehen, aber nee. Noch mehr Untote. Noch mehr Untote und noch mehr Risse.